2, 1. Fick dich, Silas. Nee, nee. So, und damit hallo und herzlich willkommen zur sechsten und vorletzten Folge von Ein echter Huni-Fan mit Stargast Silas natürlich. Tschüss. Einfach wegfahren. Heute im wunderschönen Bel Air auf A-Klasse. Oder von einem gewissen Silas D. Lutschmann fahren wir auch Offroad. D. Lutschmann? Wie kommst du auf D? Das D steht für Demenz. Ja, wenn über B, dann schon. Oder J-Punkt. Das geht auch. Für deinen zweiten Namen. Ja. Soll ich den sagen oder willst du den geheim halten? Geheimnis, das weiß jeder, wo ich wohne. Kann der so eingeben, Silas J. -Punkt. Silas stinkt da mit deine Schnauze. Das steht natürlich für Jude, ne? Du hast deinen Schnauze. Ja, ich sag's nicht. Ja, Silas. Ja, was denn? Das stinkt, ey. Hast auch Langeweile gehabt, ne? Ja. Wenn Kinder vor so spielen, ne? Ja. Guck dich mal an. Ja, ich sehe erwachsener aus als du. Okay, ich bin Kinder, aber dafür bist du ein behindertes Kind. Ja, dafür stehe ich. Fabian Skilling präsentiert. Silas stinkt. Das musste sein. Er ist drin hier querfeld ein. Das wird auf jeden Fall gut gehen. Querfeld ein. Ja. Vor allem die Hot Wheels Bone Shaker, die haben richtig Bock. Ja. Mit der Fahrwechsel. Alles klar, alles klar. Wir müssen gerade überhaupt die Teams aus. Das zeige ich mich gerade. Stimmt. Ich habe das vergessen, ey. Boah, das geht ja wunderbar, Junge. Ich hol mir den Sieg für mich selber. Das kann machen, aber. Wie kommst du auf die Idee, mit so einem Ding offen zu fahren? Was geht in deinem Kopf vor? Ich hab gesehen, das Auto ist hoch wie ein Bus. Offroad. Ja. Sobald ein Auto hoch liegt, muss es auch wirklich sein. Ja. Denn die 36 zum Beispiel ist auch vorne hoch wie ein Bus. Ich wollte gerade sagen, meine 36 vorne auch, ey. Ich habe das mal gemessen, der hat hinten 1 cm und vorne 6. Ja. Also zwischen Radende und Anfang Radkasten. Moin. Ja, dachte ich mir auch so. Hinten finde ich den eigentlich ganz gut so. Hinten muss der nicht tiefer, aber vorne. Ja, vorne auf jeden Fall. Das sieht sonst nicht so geil aus. Ja, ich habe überlegt, einfach für vorne einfach Federn zu bestellen. Bel Air ist ja an sich gar nicht mal so scheiße, aber die Bremsen? Nee, die gehen gar nicht. Kurven behalten auch. Könnte daran jetzt auch vorschauen? Nein, bestimmt nicht. Man kann es gar nicht liegen. Das war einer der dümmsten Ideen, die sie das hier gemacht hat. Nee, ich hatte schon immer wieder. Lol, 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 hallo. Was ist denn du? Soll ich einen Clip machen? Ja. Ich werde ich vielleicht hier irgendwo einblenden. Vielleicht auch nicht. Ihr habt ja, wie viel sie das bezahlt? Gar nichts. Ja, der nicht. Ich arbeite doch nicht kostenlos, ja, was erwartest du? Tja. Tja. Ich abgehoben. Wie das Snap. 200 Abonnenten abgehoben. 209, ja. Oh, okay. Vielleicht sogar mehr, wenn die Folge rauskommt. Wenn die Folge rauskommt, vielleicht sogar schon 220. Oder 230. Ja, jetzt übertreibt man nicht. So famous bist du jetzt auch nicht. Sagst du! Ja, ich will gar nicht fame sein. Ich auch nicht. Du bist voll abgehoben dafür. Ja.
lässt Freunde schon im Stich, ja? So abgehoben ein bisschen. Wann lasse ich euch denn im Stich? Weiß ich nicht. Ja, richtig. Gar nicht. Aber ich musste da mal was fragen. Aber das kann ich jetzt in der Aufnahme nicht machen, weil ich nicht weiß, wie viel du schon gedreht hast. Mach mal, das wenn nicht, werde ich einfach die Spur jetzt gerade muten für den Teil. Okay. Was lädst du denn auf deinen Kanal hoch, wenn du kein Forza mehr machst? Weil du bist ja eigentlich ein Rennkanal. Und du machst dann kein Forza mehr. Was wird dann auf deinen Kanal kommen? Warum soll ich kein Forza mehr machen? Hast du gesagt? Du spielst ab Freitag kein Forza mehr oder irgendwie so? Ja. Vorproduzieren? Ein Monat, bis Motorsport kommt. Ja. Geil. Dragbacks sind alle vorproduziert, bis auf 100. Da habe ich alle bereits. Oder ich muss ja übrigens noch 2-3 aufnehmen, aber die habe ich bereits. Und was ist, wenn irgendjemand Wünsche äußert? Was dann? Da muss ich für Forza sagen, leider Pech gehabt. Bruh. Also wird das nicht gemutet. Das werde ich nicht rausschneiden, aber ganz ehrlich. Das habe ich schon. Nö, ich wusste es nicht. Ich habe schon länger angesagt, dass ich eine Pause machen werde. Und ich habe halt. Ich habe auch jetzt Formel 1 sofort aufgenommen. Warte, heute ist der. Welcher ist heute? Der 26. August. Ne? Genau, so. Forza kommt am. 29. Genau, wir haben Vorbestell am 29. nächsten Monat. Das sind ja noch knapp vier. Das sind noch knapp 4 Wochen. Ja. Hype. Also eigentlich ist geplant, dass dann jede Woche 5 Videos kommen, bis zum Release. 3 Drag Races. Und auf jeden Fall kommt ein echter Huni-Fan zweimal die Woche. Und ja, vielleicht noch Formel 1 zwischendurch. Also kommt dieses Video kurz bevor Motorsport draußen ist? Ja. Das ist erraten. Geil. Also ich habe teilweise noch Drag Races, die habe ich im Mai aufgenommen und kam bisher immer noch nicht online. Geil. Die aber online kommen werden. Wahrscheinlich, wenn das wieder rauskommt, schon online gekommen sind. Geil. Ich habe noch Drag Races, da habe ich noch nicht mal mein Intro drin. Da bin ich noch Level 500 irgendwas. Ja, richtig geil, ne? Mal ein Intro erstellen, ein gutes Intro. Und ein gutes Bild, nicht nur dieses Paint-Fabian-Skilling. Es ist doch nicht Paint. Laber doch kein Bullshit. Sieht aber aus wie Paint. Du siehst aus wie Paint, Alter. Ich sehe aus wie Photoshop, ja. Ja, war auch ein Joke, ne? Er hat alles mit Gimp gemacht. Gimp. Auch dein Intro habe ich auch mit Gimp gemacht, teilweise. Die Bilder. Gimp. Bin ich auch nicht beschwert. Aber bei meinem Bild, da beschwerst du dich natürlich. Das sehe ich ja öfter als mein Video. Ich kann einmal gucken, wie viele. Oh, warte, da dran geht los. Wie viele Aufrufe mein Video hat. Ich habe da nicht eigentlich erst einmal drauf geguckt. Ich glaube so 30 oder so, oder 40. Wow. Ja. Du weißt es, aber ich nicht. Obwohl es auf meinem Kanal ist. Ich hab doch schon ein paar Mal aufgerufen, weil ich gucken wollte, wie viele Klicks es hat. Ob da Kommentare sind. Und sind da Kommentare? Außer ich nicht. Likes hast du, glaube ich, auch keinen gehabt. Was habe ich keinen gehabt? Keine Likes. Aber auch keine Dislikes. Juhu. Obwohl, warte, heute? Vielleicht so nachher? Pass auf, was du sagst. Ich habe 2 YouTube-Accounts. Und es hatte bald jedes Video von dir mindestens 2 Dislikes. Ich hatte jedes wieder 5 Dislikes. Da hatte ich mal in einem Monat, glaube ich, 180 Dislikes. Und dann nächsten dann irgendwie so 20. Ja, das war dieser eine Tag, das war auch, glaube ich, sogar der Tag, wo Forza 7 vorgestellt wurde bei der E3. Da habe ich meiner Facebook-Gruppe gefragt, was ist eigentlich so mit den Dislikes? So 10 Minuten später hatte ich so 30 Dislikes mehr. Ja, weil die denken sich so, oh, der regt sich über Dislikes auf. Erstmal Dislikes. Der hat mein Video, also vorher hat es glaube ich irgendwie so 20 Aufrufe, so 3 Dislikes. Der so 40 Aufrufe, 20 Dislikes. Perfekt. Da dachte ich mir so, das ist ja sicherlich kein Zufall. Und dann war noch die Fortsetzung Folge vom selben Tag, hat er auch irgendwie so 30 Dislikes oder so. Da dachte ich mir auch so, okay. Das hat aber irgendwann aufgehört. Aktuell habe ich so im Monat 5 Dislikes. Das ist in Ordnung. Also ich gucke deine Videos nur. Ich habe dich nicht abonniert und ich dislike nicht. Aber ab und zu schreib mal Kommentare.
Gray, sorry, gay. Achso, du kannst auch Kommentare bearbeiten, das weißt du sie das, ne? Ja, musst weiß du, ich. Du musst dann keinen neuen schreiben. Mach ich mit Absicht nicht. Nee, guck mal, desto mehr Kommentare, desto mehr wird dein Video. Bekommt dein Video Fame hier, weißt du? Ich kann mal so ein paar hier Stats nennen. Ich glaube, ich letzten Monat so 180 Likes und 10 Dislikes. So 90 Kommentare. Ist schon nicht schlecht. So 30 Abonnenten oder 35 im Monat. Ist auch nicht so verkehrt. Trotzdem kommentiert irgendwie keiner. Naja, immerhin so 90 Kommentare im Monat. Macht anderthalb pro Tag. Wie kann man einen halben Kommentar schreiben? Was ist das? Also was kann doch nur von dir kommen? So eine Frage. Das war so eine typische Silas-Frage. Die Kurvenlage, diese abgrundtief scheiße. Ich finde das. Meine Frage ist. Kommentar zu Ende. Ja. Boah, ey, diese engen Kurven hier. Meine Güte. Das ist absolut furchtbar. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich nicht, nein, Spaß. Da kann jemand schon querfahren. Ja, ich kann querfahren, ne? Da müssen wir auf jeden Fall die Rundstrecke beim Bay nehmen. Da kann ich drei Runden komplett am Stück werfen. Hätten wir? Können wir machen. Würde ich dann meine Kiste auf 5 Minuten stellen und du willst das auf 5 Minuten unbedingt einblenden? Das ist das komplette Rennen. Wie ich drei Runden am Stück werfe. Was ist der Gewinner der Wette? Wenn ich es schaffe, komplett quer zu fahren. Hm? Dann. Was bekommst du dann? Gibst du mir einen Döner aus? Und wie? Wir werden uns bestimmt mal sehen. Und wenn nicht? Dann ist es halt so. Und wenn du gewinnst, also so. Wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich dir einen Döner ausgeben. Du kannst mir natürlich auch ein neues Fahrwerk für meinen E36 kaufen. Nee, lass mal. Und du kannst mir gerne einen Lamborghini kaufen. Ja, übertreibt man nicht ein Fahrwerk. Das kostet vielleicht etwas über 1000 Euro, das KW Variante 1. Ja, so ein Lambo ist ja auch ein Schnäppchen. Also, du kannst mir auch noch was weiter nutzen für mein Auto. Du kannst mir noch eine Abgasanlage kaufen. Kannst du mal deine Schnauze halten? Das würde mich auch sehr freuen. Du kannst mir auch noch ein Turbo-Kit kaufen. Ja, das ist auch noch klar. Ja, leicht Body-Kit. Du kannst mir mal einen Schwanz lutschen. Fertig. Du kannst mir den Spoiler kaufen. Du kannst. Ich kann auch gerne mal ein Gehirn kaufen. Wir sollten aber damit anfangen. Ich kannst du mir mal deinen Schnauzen haben? Das hab ich gerade schon gesagt. Spruch geklaut. Ja, hab ich gar nicht gehört. Was? Ich höre dich nicht! Mein Hörgerät ist so leise! Was? Du bist scheiße? Ja. Das D steht für Demenz. Ups. Was hast du da rumgeschmissen? Nix. Nee. Das gerade wieder schön, Silas stinkt. Ich find's geil. Ja, ich auch. Ja. Nächste Co-Obsession ist Session. Nächste Co-Obsession. Hoffe ich. Wer sagt das? Ich. Nein, ich rufe auch die Strecke aufrufen. Du rufst alles. Du hast es. Oh, Drift Tap. Und Drift Tap. So, einen vierten Schaden bei 230 kann man ja machen. Achso, ich halte jetzt einen fünften. Tschüss. Ja, KI driftet mal easier als die anderen. So, alles gut. Da ist eine Mini-Kurve. Das können wir nicht so schnell fahren. So, ein bisschen bremsen schon mal. Ja, sieh das, läuft bei dir auf jeden Fall. Perfekt, ey. Das sah sehr gekonnt aus. Irgendwie kann alles sich fahren wie ein Stück Scheiße, ey. Ja. Weg da, ich brauche keine Bremsen, Forza Online Lobby. Das ist aber leider echt so. Bei mir nicht. Ich versuche normal zu fahren.
Ja, was? Ja. Oh Mann. Das ist wieder so ein Moment so. Really, Nigga? Kanten. Sein Weg. Sein Idiot. Really, Junge? Ey, hat der voll was gebracht, oder auch? Ja, was? Scheiß mal auf Bremsen. Einfach die Karre in der Kurve schmeißen. Boah, Alter, die Kurvenlage, Junge. Komm, ich mach hier an der Wand entlang von dieses. Scheiße, da geht der Kontrollpunkt nicht lang. Aber zurück. Gut, ne? Wo müssen wir auf Grenzen gezogen werden? Warum hast du Regen angemacht? Ich hab Nachmittag bedeckt angemacht, glaube ich. Das klappt irgendwie nie. Wir wollen Tag fahren? Nacht. Ja, das ist aber echt so. Du bist zu behindert, um eine Lobby zu hosten. Nein. Und warum nimmst du auf du wolltest Offroad! Hallo? Ja, das ist besser als diese Strecke. Guck mal, die ist Nacht, Regen und hat mehr Kurven als deine Mutter. Ah ja. Oh ja. Wie bist du überhaupt so sicher? Wenn ich nachfragen darf. Silas! Das ist ein Spasti. Aus dem Weg! Aus dem Weg, Silas, komm! Scheiß auf drin. Ah, fuck, Bosch, nein! Das hat er gerade gedreht, Alter! Ich kam quer aus dem Kurve über den Bordstein. Die Karre. Ja. 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 Bremsen brauchst du mit der Karre sowieso nicht, weil die Karre hat keine Bremsen. Perfekt, easy gewonnen, oder? Immerhin nicht letzter geworden. Ich auch nicht. Nein! Wer war denn letzter? Ich bin Sieger der Herzen. Das reicht mir. Du Sieger der Herzen. Hello, 6 Punkte! Ja, ich war auch 6. Wir sind halt schon krass, ne? Wie der Silas stinkt. Ja, ich finde das einfach, ich finde es amüsant. Der wieder mal richtig dominiert, ja. Die Stolperer sind einfach schlecht. Die können halt absolut nichts. Ich glaube, wenn ich mir richtig aussuchen könnte, ich würde die alle. Okay, ich habe die alle schon besiegt. Ich habe die KI auch von Schlagbar durchgespielt. Du hast die KI durchgespielt? Okay. Die Karriere. Hör mal richtig zu. Hol den Schwanz aus deinem Ohr. Nein. Das ist eine sexy Limousine. Auf jeden Fall. Ey! Dieser Assi-Driver da. Dann sieht das vielen Dank fürs Mitmachen heute. Du hast auf jeden Fall nichts geschafft. Danke, du auch nicht. Danke, gleichfalls. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo!